Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video und passend zu meiner Selbstliebe-Challenge, die heute startet, möchte ich zu Beginn mit euch meine Geschichte teilen, wie das bei mir in meinem Leben mit meiner Selbstliebe war, denn ich habe mir ganz, ganz viele Jahre lang selbst etwas vorgemacht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin zu erkennen, mit der Selbstliebe ist es bei dir aber nicht so weit. Und zwar war ich immer der Auffassung, der Meinung, als Jugendliche, als junge Frau, ich finde mich selbst eigentlich ganz gut. Ich gebe nicht so viel darauf, was andere von mir denken. Und zu einem gewissen Punkt war das auch so, dass ich mich nicht dem Mainstream entsprechend gekleidet habe. Zum Beispiel, dass ich immer gerne ein bisschen auffallen wollte, ein bisschen anders sein wollte als andere. Das bedeutet aber nicht, dass ich zu 100% ich selbst war und mich komplett so angenommen habe, wie ich bin. Das ist ein Trugschluss. Ich bin dann auch immer wieder natürlich in so Fallen gerutscht, dass ich mich mit anderen verglichen habe, dass ich andere Mädchen hübscher fand, intelligenter fand. Die sind so gut bei den Jungs angekommen. Ne? Vieles hat sich auch immer um Jungs gedreht und wie Jungs Mädchen auch sehen, ne? Dass die mit die Schlanken, die Sportlichen, die mit den langen Haaren ganz, ganz toll fanden. Und dem habe ich ja immer nie so entsprochen. Und auch wenn das nie so extrem Thema war, war es natürlich immer Teil meines Lebens. Und ein Punkt, den ich dann rückwirkend erst bemerkt habe, den ich richtig schlimm fand, war, dass ich so, ich würde sagen, so ab 14 bis 20 bestimmt immer wieder jungen Männern hinterhergelaufen bin, die so ganz offensichtlich nichts von mir wollten. Also die mir das entweder ganz klipp und klar gesagt haben oder die halt wirklich so null Interesse gezeigt haben. Und dem bin ich wochenlang wie so ein kleines Hündchen hinterhergelaufen. Und ich hab das nie in Frage gestellt. Ich habe das früher immer so für mich assoziiert, dass ich halt nicht der Typ Mädchen bin, auf den die meisten Jungs stehen. Und dass ich halt einfach nicht attraktiv genug, hübsch genug, dass ich nicht für so eine Beziehung, so eine Liebesbeziehung geeignet wäre. Und erst im Nachhinein fiel mir halt dieses Muster auf, dass ich mich ja für diese Typen entschieden habe, denen dann auch noch die Aufmerksamkeit zu geben. Und für mich hat sich dann daraus resultiert, ich habe mich selbst nicht geliebt. Also warum sollte mich irgendjemand anders lieben? Und ich habe mir beständig diese Bestätigung geholt. Ich habe ständig dafür gesorgt, dass ich die Bestätigung bekomme, dass mich niemand anders lieben kann. Und dieses Muster hat sich aber für mich erst wirklich sehr, sehr viel später ergeben. Da war ich schon so Mitte 20. Auch Anfang 20 habe ich noch gedacht, nee, ich finde mich toll, ist doch alles super. Nö, an meiner Selbstliebe muss ich nicht arbeiten. Damals ging es noch nicht so stark um das Thema Selbstliebe, sondern habe ich das eher noch damit verbunden, wer bin ich, wer will ich sein? Und ich hatte aber immer wieder auch Phasen, wo ich so einem klassischen Mädchen-Frauenbild hinterhergerannt bin, ne? Wo ich dann doch wieder die langen Haare hatte oder klamottentechnisch extrem dezent war. Also ich bin auch jetzt nicht mehr so krass, wie ich mal da so eine Phase hatte, aber schon so extrem immer geguckt habe, okay, was haben die anderen an? Okay, versuch das mal, wenn möglichst, 1:1 zu kopieren. Und ich glaube, das kennt jeder, so dieses bei den anderen zu gucken, gar nicht so bei sich selbst zu gucken, nicht zu gucken, okay, was finde ich denn schön, was finde ich denn an mir schön, sondern immer bei den anderen zu gucken. Was trägt man denn gerade so? Was kommt bei den Jungs gut an zum Beispiel? Und das zeugt ja natürlich von einem nicht so großen Selbstbewusstsein und von nicht so einer starken Selbstliebe. Das wurde mir aber erst viel, viel später klar. Und ich finde auch immer wieder in Ordnung, wenn man so in diesem Wandel ist, wenn man nicht hundertprozentig weiß, das bin ich, das ist mein Typ, das ist auch jeden Tag unterschiedlich. Also ich habe jeden Tag Bock auf was anderes. Und so kann sich das ja auch immer im Wandel bewegen und darf es ja auf jeden Fall auch. Was mir aber wirklich die Augen geöffnet hat, wo ich gesagt habe, okay, nee, mit der Selbstliebe ist es eigentlich doch ziemlich weit her. Ich habe mich immer dick gefühlt, immer. Also ich war ein pummeliges Kind, ja, aber ich hatte, ich glaube, da war ich 14 eine Zeit, da war ich wirklich richtig schön schlank und dann ja auch nochmal nach der Geburt, und das hat sich auch eine relativ lange Zeit gezogen. Das sieht man dann erst so rückblickend auf Bildern, wo ich so denke, boah,
du warst aber schlank und in dem Jahr auch noch und in dem Jahr auch noch. Hattest du da nicht schon wieder eigentlich zugelegt und warst du nicht da eigentlich schon wieder pummeliger? Gar nicht. Und dann war ich ja nochmal so extrem schlank für meine Verhältnisse nach der Geburt von Vincent. Und ich habe mich immer als dick gefühlt. Ich habe mich immer als dick empfunden. Also selbst als ich nach Vins Geburt so schlank war, wie gefühlt noch nie zuvor, wenn ich jetzt zurückblickend die Fotos angucke, hatte ich immer das Gefühl, dick zu sein. Und jeden Tag, wenn ich irgendwie krank war oder gestresst war und keinen Sport machen konnte, hat sich für mich schlecht angefühlt. Da hatte ich ein schlechtes Gewissen und dachte sofort wieder, ich stehe morgen früh auf und bin wieder total dick. Und das zeigt ja eigentlich, dass ich mich selbst nicht angenommen habe, dass ich mich selbst definitiv nicht geliebt habe. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich alles nicht so klar. Das habe ich dann erst rückblickend gemerkt, als ich mich dann wirklich angefangen habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es war jetzt nicht so, dass ich gestartet habe, okay, gucken wir mal, Selbstliebe habe ich jetzt mal irgendwo gelesen, gucken wir uns das Ganze mal an. Das war so Teil dieses Entwicklungsprozesses, wo ich Ende 2016 angefangen habe, zu meditieren, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und da kommt man dann natürlich an den Punkt, wo man sich selbst als Person auch anfängt zu hinterfragen. Was will ich? Wo will ich hin? Wer bin ich? Was mag ich? Was mag ich nicht? Und da kam dann natürlich auch verstärkt dieses Thema Selbstliebe auf. Und dann kamen auch diese ganzen Reflexionen, was ich gerade erzählt habe. Okay, in der Vergangenheit war es mit der Selbstliebe wirklich nicht so gut um mich bestellt. Und dann habe ich mich aber trotzdem nicht irgendwie jeden Tag vor meinen Spiegel gestellt und mir gesagt, ich liebe dich, ich finde dich super toll, du bist super sexy. Und ich stehe auch nicht jeden Morgen auf und denke, Bombe heute wieder, Bombe. An manchen Tagen schon, aber an vielen Tagen halt einfach auch nicht. Und das ist völlig okay. Wir Frauen sind zyklisch, wir leben zyklisch. Kein Tag kann bei uns sein wie der andere. Es geht einfach nicht, weil wir von unseren Hormonen beeinflusst werden. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, früh morgens aufzustehen, in den Spiegel zu gucken und zu denken, oh scheiße, heute geht gar nichts. Und es ist genauso in Ordnung, früh reinzugucken und zu denken, kann man machen. Und ich kenne das noch von früher. Meine Mutter hat sich immer beschwert, dass wenn ich frühmorgens dann losgemacht bin, ein riesiger Klamottenberg auf meinem Bett lag, weil ich mich manchmal morgens gefühlt 5-mal umgezogen habe, bis ich irgendwas gefunden habe, in dem ich mich wohlfühle. Also es war nicht so, dass das irgendwie schlecht an mir aussah, aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich hatte so ein ganz ekliges Gefühl, als wenn ich das alles sofort von meinem Körper reißen müsste. Und deswegen habe ich mich an einigen Tagen ganz, ganz oft umgezogen. Das habe ich tatsächlich heute gar nicht mehr. Das liegt aber daran, dass ich nur noch Klamotten in meinem Schrank befinden. Ich kann da greifen und kann sagen, das ist geil und in dem fühle ich mich wohl. Und es war aber auch ein Prozess, dahin zu kommen. Nicht mehr Klamotten im Schrank hängen zu haben, die wunderschön sind, die aber in dir nicht so aussehen und in denen du dich nicht so fühlst. Also das hat, glaube ich, auch jeder. So dieses, da hängt so diese eine Klamotte da drin. Die ist super schön und die will man unbedingt mal tragen. Und wenn man die dann anhat, zieht man sie sofort wieder aus, weil es einfach nicht aussieht und weil man sich nicht wohlfühlt. Und von sowas habe ich mich einfach befreit und entledigt. Und ich kaufe auch nicht mehr Dinge, weil sie an den anderen schön aussehen oder weil es schön wäre, wenn ich darin so aussehen würde oder weil die Klamotte halt schön ist. Wenn ich mich da drin nicht wohlfühle, dann fliegt, also dann kommt es gar nicht erst in meinen Schrank. Also es konnte schon mal passieren, dass sich sowas nochmal dahin verirrt. Aber es wird dann nach relativ kurzer Zeit, weil das merkt man ja einfach, wenn du das dann 2-3 Monate nicht angezogen hast oder wie gesagt immer wieder anziehst und dann wieder ausziehst, dann kann das bitte gehen. Das war natürlich dann auch so ein Prozess. Und wie gesagt, ich habe mich nicht aktiv irgendwie immer morgens vor meinen Spiegel gestellt oder ganz aktiv Übungen dafür gemacht. Das war einfach Teil dieses Prozesses, ne? Also ich habe angefangen zu meditieren. Also machst du irgendwann auch mal eine Selbstliebe-Meditation. Und da habe ich gespürt, oh, boah, geil. Da fließen dir erstmal die Tränen und dann merkst du, wie gut das tut und wie kraftvoll das ist und wie kraftvoll Selbstliebe sein kann. Also ich muss mir nicht die Anerkennung und die Liebe von außen holen, sondern es ist alles in mir drin, alles hier. Ich kann mir Liebe selbst schenken. Ich muss die nicht von anderen erbetteln oder dies und das und jenes tun, um die von anderen zu bekommen. Die ist hier drin. Kann ich mir jederzeit selbst schenken, wenn ich weiß, wie das geht. Und so war so dieser Prozess, ne? Durch die Meditation, da fing, glaube ich, alles an, würde ich sagen. Und dann ging es halt weiter. Ich habe mich mit den Chakren beschäftigt. Da kommst du ja automatisch dann mit dem Herzchakra auch zum Thema Selbstliebe. Und da wurde das dann irgendwie wieder so ein Thema. Dann mache ich ja schon immer mal wieder auch so ein bisschen Journaling. Also wo ich so
über verschiedene Fragen einfach nachdenke und schreibe. Und auch da kommt dieses Thema immer wieder so auf. Und umso mehr ich mich in meiner Persönlichkeit entwickelt habe, umso mehr habe ich halt Dinge aus meiner Vergangenheit hinterfragt, wie das, was ich vorhin schon erzählt habe. Deswegen reflektiere ich mich einfach sehr, 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 sehr stark. Und im Laufe dieser Zeit hat sich auch immer mehr dieses Bauchgefühl und diese Intuition entwickelt. Und ich lebe ganz stark aus dieser Intuition heraus. Also ich entscheide heute, was ich heute brauche. Und wenn heute so ein Tag ist, wo ich halt einfach den ganzen Tag gerne in Jogginghosen rumlaufen möchte, dann mache ich halt das Dreiviertel des Tages. Oder wenn heute halt so ein Tag ist, wo ich mich mal wieder richtig zurecht machen möchte, dann mache ich das. Die meisten Tage sind solche Tage. Ich mag es tatsächlich sehr, sehr gern, die Nägel gemacht zu haben, und ich schminke mich tatsächlich auch jeden Tag. Und ich finde nicht, dass das ein Mangel an Selbstliebe ist, wenn man es mag, sich zurecht zu machen, weil das ist einfach Teil von mir. Ich mag es, mich um mich selbst zu kümmern. Und für mich heißt das, mich zu schminken. Wenn du dich zum Beispiel mit Make-up total unwohl fühlst oder dir das Stress bereitet, dann mach es halt nicht, weil dann bist du wahrscheinlich nicht der Typ dafür. Und auch das ist ja völlig in Ordnung. Selbstliebe ist für mich etwas ganz Individuelles. Es ist für jeden anders. Für jeden sieht das anders aus. Ich kenne auch Frauen, die das brauchen, diese Übungen vor dem Spiegel, denen das wirklich sehr, sehr hilft. Und an schlechten Tagen hilft mir sowas auch. Ich bin aber eher der Typ dafür, an schlechten Tagen dann zum Beispiel eine Selbstliebe-Meditation zu machen, mich mehr mit meinem Herzchakra zu beschäftigen. Das kann für jeden ganz unterschiedlich sein. Aber ich verbinde Selbstliebe auch sehr stark mit Selbstfürsorge. Also sich darum zu kümmern, dass es einem selbst gut geht. Da kommen wir wieder zu diesem Intuitionsding. Ich hinterfrage halt ganz doll, was brauche ich heute, was brauche ich in dem Moment? Möchte ich heute Abend Yoga machen und meditieren? Möchte ich in die Badewanne gehen? Möchte ich um 20 Uhr ins Bett gehen? Oder möchte ich einfach nur 4 Folgen von meiner aktuellen Serie suchten? Und das ist alles völlig in Ordnung, auch wenn ich 4 Tage hintereinander auf dem Sofa hänge oder wenn ich 4 Tage hintereinander doch abends arbeite. Ist alles völlig in Ordnung. Aber ich hinterfrage gerade diese Sachen, die man einfach als gegeben hinnimmt. Ich habe es früher als gegeben hingenommen, nachdem die Kinder ins Bett waren, vor dem Fernseher zu versumpfen. Das war eine Gegebenheit, das habe ich einfach immer so gemacht. Und ich fange an, solche alltäglichen Sachen zu hinterfragen, jeden Tag neu zu hinterfragen. Nichts mehr so aus einer extrem starken Routine heraus zu machen. Und auch das für mich Selbstliebe und Selbstannahme. Ich habe auch gelernt, Dinge, die ich in der Vergangenheit getan habe, die ich jetzt nicht so doll fand, anzunehmen, dass ich es halt einfach getan habe. Es gab zum Beispiel auch eine Zeit, wo ich selbst verletzt war, traurig war und daraufhin andere Menschen verletzt habe. Das ist auch ein Mangel von Selbstliebe, sonst würde man das nicht tun. Viele bekommen das ja im täglichen, hier so im Internet mit, ne? Wenn man irgendwie so Hater-Kommentare hat, dann hat es nichts damit zu tun, dass du schlecht bist, sondern dass derjenige, der diesen Kommentar geschrieben hat, auch sehr weit von Selbstliebe entfernt ist. Und ihm geht es schlecht, also möchte er dafür sorgen, dass es auch anderen Menschen schlecht geht. Und das alles ist Selbstliebe. Es ist so ein großer, umfassendes Thema. Und ganz extrem kam das bei mir nochmal auf, als ich so ein bisschen auch hinterfragt habe, was ich für die Kinder später mal möchte. Und ich möchte, dass meine Kinder selbstbewusst sind, dass sie sich selbst lieben und dass sie ihr Leben so gestalten können, wie sie das möchten. Das heißt ja auch diese offene Erziehung, ne? Also wenn ein Junge mit Puppen spielen will und ein Mädchen mit Autos, ist das für mich völlig in Ordnung. Das ist so dieses, mach das, was du als richtig empfindest. Und wenn ich möchte, dass meine Kinder so aufwachsen oder wenn ich möchte, dass sie sich selbst lieben, dann muss ich das vorleben. Das ist gerade in den ersten 7 Jahren, sie kopieren doch nur, was sie von uns sehen. Und diese Vorbildfunktion ist halt super, super wichtig und das ist auch immer ein sehr großer Motivator. Und deswegen das auch vorzuleben, auch darüber zu sprechen, wenn Kinder dann manchmal, oh, ich kann das nicht und ich bin so schlecht, und darüber zu sprechen, nicht abzutun, ach, das stimmt doch gar nicht, sondern zu hinterfragen, woher kommt das, warum denkst du das, und das einfach zusammen aufzuarbeiten. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich, und das wird ja auch immer mehr ein größeres Thema, Mobbing. Damit bin ich zum Glück nie in Berührung gekommen in der Schule, aber man hört es ja immer wieder und natürlich möchte man seine Kinder davor bewahren. Und was hilft da, wenn man seine Kinder vor Mobbing bewahren will? Man leitet sie einfach dazu an, zu selbstbewussten Kindern zu werden, die wissen, wer sie sind. Und dann prallt Mobbing an ihnen ab,
weil sie das nicht annehmen, weil sie wissen, dass das Lügen sind, dass das halt alles einfach nicht stimmt. Und sich aber auch entsprechend dir gegenüber öffnen, weil sie wissen, dass sie mit solchen Themen zu dir kommen können und mit solchen Themen mit dir darüber sprechen können und auch Hilfe von dir bekommen und auch zugehört wird, ganz einfach. Dieses Annehmen, diese Kinder auch annehmen, wie sie sind. Natürlich gefallen mir manche Charaktereigenschaften an ihnen nicht. Ja, aber die möchte ich nicht wegerziehen, sondern ich möchte, dass auch diese Charaktereigenschaften ausgelebt werden. Wenn die Kamera einfach ausgeht und man nicht mehr weiß, wo man war. Hallo und herzlich willkommen bei meiner Selbstliebe-Challenge, die heute mit diesem Video startet. Es wird hier auf YouTube 3 Videos zu dem Thema geben. Die eigentliche Challenge läuft aber über meine WhatsApp-Coaching-Impulse ab. Wenn du da noch nicht angemeldet bist, kannst du das nachholen über den Link, den du unten in der Infobox findest. Das Ganze ist kostenlos, wird auch immer kostenlos bleiben. Das ist nicht eine riesige WhatsApp-Gruppe, sondern ihr bekommt da wirklich jeder individuell einzeln die Sprachnachrichten von mir zugeschickt. Und jetzt während dieser Selbstliebe-Challenge gibt es natürlich jeden Tag eine Nachricht von mir. Mit Impulsen, mit Gedankenanstößen, mit ganz konkreten Übungen, mit Meditationen, mit Empfehlungen, was ihr mal ausprobieren könnt, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ich mag das da bei WhatsApp super gerne, weil das ist ein ganz, ganz intensiver Austausch. Ich bekomme da ganz tolle Nachrichten von euch zurück und kann da auch sehr individuell auf euch auch gerne eingehen. Das macht mir dort unglaublich viel Spaß. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich diese Challenges, die ich ja sehr, sehr gerne mache, über diese Plattform, über diesen Kommunikationsweg einfach am wirklich liebsten mache. Und deswegen würde ich mich sehr freuen an alle, die noch nicht dabei sind und die Bock haben, so ein bisschen zu schauen, ein bisschen zu reflektieren, Selbstliebe, wie weit bin ich mit dem Thema, was kann ich da eventuell noch tun, einfach neue Impulse zu bekommen, was man vielleicht in seinen Alltag integrieren möchte. Und wenn du für deine Kinder halt ein selbstbewusstes Vorbild sein möchtest, das sich selbst lieben lernt, denn das dürfen wir alle jeden Tag aufs Neue lernen, dann komm sehr gerne dazu. Ich freue mich sehr auf dich. Es geht heute schon los. Du kannst aber natürlich, wenn du das Video jetzt erst später siehst, alle Nachrichten vom Beginn der Woche an im Nachgang nochmal zugeschickt bekommen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Coaching-Impulsen diese Woche zum Thema Selbstliebe und mit den weiteren Videos zum Thema Selbstliebe hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!